Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Im letzten Part haben wir den Hinweis bekommen, dass wir hier zu dem Tempel gehen sollten oder zu diesem Altar. Und ich bin jetzt gerade davor und Olivia hat sowas gesagt wie, yo, möchtest du nicht speichern? Untersuchen wir das ganze Ding. Was möchtest du einsetzen? Das Räucherwerk tatsächlich, das wir von dem Hotelier bekommen haben. Was passiert? Oh, da raucht was. Und der Rauch, er duftet wie ein sonniger Tag. Ah, es fühlt sich an, als würden wir einfach nur in der Sonne liegen und müssten uns um nichts Sorgen machen. Okay, was passiert? Lol. Ein Sandsturm? Oh nein, unser Auto. Okay, wow. Komplett unerwartet. Oh nein, ein Sandsturm. Sitzen wir hier in der Falle? Ich habe Angst, Mario. Was wird wohl als nächstes passieren? Ich weiß es nicht. Oh, sieh dir nur diese Stacheln an. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Es könnte ja ein netter Kaktus sein. Hallo, Kaktus. Es ist ein Poké, oder? Ja, war klar. Ach, wem mach ich was vor? Lü, das wird ein krasser Fight. Das ist gar nicht gut. Holy. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall das Auto. Sonst können wir uns erhängen. Wortwörtlich. Wie greift der Pocky an? Wir müssen auf jeden Fall lange wegrennen. Und ich glaube, jetzt fliegt er gleich um. Wunderbar. Das müssen wir dreimal machen oder so. Das wird super. Es kann sogar sein, dass der... Oh, lol, jetzt kommen noch so kleine Sandstürme. Es kann sogar sein, dass der den Professor gefressen hat. Aber ja, mal gucken. Ja, es ist sogar so. Weil der hat ja auch das gleiche Ding, was wir jetzt gerade hatten. Hat er bei dem Hoteltyp gekauft. Oh, lol. Wie viel Schaden das Teil macht. Nicht mehr feierbar. Okay, noch zwei Leben hat das Teil. Ist ein geiler Fight. Wieder komplett anders als bei dem Riesenkalmar. Boah. Und sogar mit Zeitlupen. Krass. Vor sowas habe ich richtig Respekt vor so Sandstürmen oder so. Ich freue mich so auf die Wüstenwanderung. Ja, hier nochmal die Bestätigung. Man braucht auf jeden Fall... Ja, lol. Nein. Als ob. Junge, ich spawn und bin sofort down. Ah ja. Wir müssen die ganze Zeit ausweichen. Ah. Okay, jetzt. Nur noch der Kopf. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir brauchen auf jeden Fall das Leben, Alter. Der Typ brezelt richtig. Ah, er rennt uns jetzt hinterher? Alles klar. Mal gucken, wie lang. Geiler Kampf. Finde ich cool. Also von den Bossen her kann man nichts gegen das Spiel sagen. Ist auch ziemlich angemessen für eine dritte Welt. Lol. Und das war's. Und da ist der Toad-Professor. Wild. Oh, sieh dir nur diesen komischen Klumpen Schnipsel an.
Ich bin gerettet. Oh, vielen Dank. Du wurdest von einem Kaktus gefressen. Wie war das denn so? Nun, insgesamt hätte ich es auch wesentlich schlimmer. Augenblick mal. Wer bist du? Jemand wie dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Bist du eine einer der alten Falter? Sag es mir. Alt Pü. Nein, ich bin Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Und was ist mit dem Altar los? Wer war das? War das falsch, was sie hier gemacht haben? Es scheint, dass die alten Rituale korrekt ausgeführt wurden. Oh, du kannst die Schrift lesen? Aber selbstverständlich. Ich bin Gelehrter der alten Künste. Dies ist in der Schrift der alten Kultur geschrieben, die hier einst existierte. Sie zu studieren ist mein Lebenswerk. Endlich haben wir einen Übersetzer gefunden. Ohne wären wir wirklich aufgeschmissen. Ach, ich bin ja so aufgeregt, dass uns jetzt ein echter Professor hilft. Oh, aber vorher noch eine Frage. Was sind denn die alten Künste? Nun, die alten Künste befassen sich mit dem Studium der alten Falter und ihrer Kultur, die hier vor langer Zeit existierten. Der Legende nach soll einer von ihnen nach unten noch unter uns weilen. Nach dieser Person habe ich jetzt bereits eine ganze Weile gesucht. Ich habe meine ganze Karriere dem Studium ihrer wundersamen Zivilisation hier in der Wüste gewidmet. Besonders interessiert mich eine legendäre Gestalt aus dieser Zeit. In den alten Texten wird er nur als Captain Toad bezeichnet. Lol, ist es eine Anspielung auf Super Paper? Oder nein, war auf Paper Mario Eontor? Dieser Name sagt mir etwas. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ihre Forschungen klingen sehr kompliziert, Professor. Aber unser Problem ist auch kompliziert. Die Luftschlange in der Wüste. Moment mal. Können Sie vielleicht mit uns kommen und uns helfen, die mysteriöse Schrift zu entziffern? Das würde uns wirklich weiterbringen. Meinen Forschungen nach müssten sich hier in der Wüste weitere Hinweise auf den Captain finden lassen. Apropos Hinweis, ich habe gerade diesen Altar untersucht, als ich verschlungen wurde. Es besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ich erneut verschlungen werde, sollte ich meinen Forschungen allein nachgehen. Ach doch, mit Mario an meiner Seite bin ich um einiges zuversichtlicher, was meine Zukunftsperspektive angeht. Aber ich schweife ab, ich nehme euer Angebot an. Vielleicht können wir gemeinsam das Rätsel des geheimnisvollen Captain Teaut, wie soll ich es aussprechen, Tölt, lösen. Toll, das ist aufregend, mit einem richtigen Professor zu arbeiten. Nun freue ich mich lieber nicht zu sehr. Die meiste Zeit verbringen wir damit, alte Relikte zu entdecken und durch die Gegend gejagt zu werden. Jedenfalls meine ich, im ersten Stock meines Hotels recht interessante alte Zeichnungen gesehen haben. Sollen wir uns die mal ansehen? Toll, helfen Sie uns jetzt schon weiter? Ich bin schon gespannt, was Sie uns vorlesen werden. Okay, wir haben einen neuen Partner. Nachdem Bobby von uns gegangen ist. Lol, wie viele Schnipsel hier rumliegen. Ich muss sie gar nicht alle einsammeln, aber ich mach's jetzt trotzdem aus Prinzip. Na sieh dir an, was ist das? Mario, schau doch mal den gläsernen Boden hier. Der archäologische Fachbegriff für so etwas, ein offensichtlicher Hinweis. Vielleicht ist hier etwas vergraben. Mit eurer Hilfe sollte ich an dieser Stelle eine Ausgrabung mit der Schaufel vornehmen können. Stellt euch an den Punkt, an dem ich graben soll und drückt Pfeil nach unten. Lol. Okay, ich glaube, den haben wir jetzt öfters hier. Ah, siehst du, was ich meine? Wir sind auf einen Schatz gestoßen. In weichem Boden, wie etwa Sand oder Erde, kann ich graben, selbst wenn es einmal nicht leuchtet. Drückt dazu einfach Pfeil nach unten. Halte also immer ein Auge offen nach verdächtigen Stellen, an denen es sich lohnen könnte zu graben. In Ordnung? Okay, aber das bringt wieder so einen Random-Effekt mit. Was steht jetzt eigentlich hier beim Altar? Soll die Passage offen sein, biete der Sonne einen Duft gar fein. Ich glaube, ihr habt hier mit dem Sonnenräucherwerk alles richtig gemacht, aber etwas fehlt noch. Das Licht? Vielleicht? Nein? Keine Ahnung. Okay. Oh, hier ist gerade nochmal so ein Ding. Lül. Wir haben übelst viele von denen gesehen.
Die Frage ist, stirbt der Professor Toad auch? Oder verlieren wir den? Oder, oder wird er gefressen oder so? Weil sonst können wir ja gar nicht mehr mit dem graben. Okay, ich glaube, er stirbt nicht. Also wenn man einen Schatzmini dafür bekommt. Das ist ja übelst lame, wenn man das nachher nicht mehr bekommt. Ja gut, dann graben wir hier jetzt einfach ein bisschen... LOL. Ein Goldhammer. Wild. Wir gehen jetzt gleich zu dem Feuervogel, aber ich wollte jetzt zuvor noch ein paar Sachen ausgraben. Die Frage ist, was sind das für Vögel? Ich glaube, zu den Vögeln kommen wir nachher noch. Das könnte gut sein. Gucken wir erstmal, dass wir alle Toads befreien und alles Mögliche nachholen. Der Typ ist übelst praktisch. So, erstmal die Buhus hier abschlachten. Grab mal hier. Noch ein Schatzmini. Das Stiefmobil. Nummer 61. Lol. Hier ist nichts mehr. Vielleicht hier auf der anderen Seite. Ne, hier ist auch nichts mehr. Nochmal eine Eisblume. Lol, die respawnt. Okay, das finde ich schon ein bisschen OP. Wir haben die Eisblume noch nicht einmal eingesetzt, by the way. Können wir auch in dem Part machen. Wir haben ja Zeit. So, gibt's auf der anderen Seite noch was? Die Wüste ist so groß. Mir gefällt das hier. Nee, ich fühle das. Können wir jetzt da nochmal graben? Wild. Und was ist da oben noch? Ich glaube, da ist nichts mehr. Aber uns fehlt anscheinend immer noch irgendwas. Och Mann. Weil die Schatzminis haben wir auch noch nicht zu 100%. Schade. Aber wir sind ja auch noch nicht komplett durch, also von dem her. Und zudem können wir uns jetzt alles übersetzen lassen. Das ist schon gut. Oh lol, da ist... Waren wir hier schon mal? Weil hier ist einfach noch ein Loch. Lül. Ich glaube, wir waren hier noch nie. Leute, wir waren hier echt noch nie. Was? Und hier ist so ein Geier. Oh mein Gott, von Mario 64. Ah ne, es sind Krähen. Alles klar. Und diese Zombie-Gumbas. Okay, wieder komplett neue Gegner. Ich glaube, die können wir hier jetzt so zuordnen. Wunderbar. Und hier können wir mal die Kollerstiefel einsetzen. Ich glaube, wir haben welche. Jo. Andererseits, ja, komm, sparen wir uns die. Und setzen die Glitzerstiefel ein. Ich glaube, die sollten reichen bei den Raben. Nein? Okay, das ist übel. Aber... Naja. Dann können wir immerhin eine Attacke sehen von den anderen. Ich glaube, die Raben segeln einfach so runter. Alter, wie viel Schaden die mittlerweile machen. Das finde ich jetzt lame, dass ich jetzt trotzdem die Gegner nochmal anordnen muss.
Sind die fast down? Oder sehen die immer so aus? Okay, ich glaube, die sind echt fast down oder so. Lül. Also der Professor hilft uns nicht, so wie es aussieht. Naja, mal gucken. Schwammerl drüber. Was? Warum gucken alle so grimmig? Grabstimmung hier. Voll zombig. Ich glaube, das ist auch noch einer. Ja. Hast du gewusst, dass wir alle Skelette in unserem Körper haben? Ja. Und die Vorstellung ist trotzdem gruselig. Okay, da ist nur Geld drin. Wild. So, erstmal erkunden. Das hier ist nochmal ein Tod. Alter, wie viele Tods hat's? Wo sind wir überhaupt? Hast du mich erkannt? Das muss ich wohl noch üben, bis ich als Kaktus durchgehe. Wie heißt das Gebiet? Oh lol, waren wir hier noch nicht in der westlichen? Ich glaube, ich habe gedacht, wir waren hier schon mal in der westlichen. Aber hat die sich so verändert? So. Ja, ist gut, dann können wir das Gebiet noch abschließen. So gut es geht. Wunderbar. War das dann alles? Nein? Schade. Hier sind noch Glitzerstiefel. Alter, man bekommt hier goldene Stiefel schon wieder. Man bekommt hier richtig krasses Zeug. Ja, komm. Wieso ist er jetzt nicht tot? Oh, Mann. Es sind so viele. Okay, aber wir haben drei Ringzüge. Das heißt, wir machen den hier. Den hier. Scheiße. Warte mal, wir machen den hier. Das geht. Das geht. Student. Und da die nach einem Ding schon zusammenklappen. Wunderbar. Bekommen wir da eigentlich keine Münzen oder so bei den Knochen trocken? Ah, doch. Alles klar, aber extrem wenig. Also sie lohnen sich überhaupt nicht. Lol. Ja, komm runter. Ich hab dich schon gesehen. Danke, dass ihr... Hier ist die westliche Wüste nebenbei. Hier steht einer der vier mysteriösen Türme. Alles klar. Ah, nee, das andere war, glaube ich, die nordwestliche Wüste. Oh, Mann. War das dann schon alles hier? Jo. Nein, uns fehlt irgendwas. Lol, wo ist hier noch ein Sinnlosloch? Ein Grundlosloch. Der Typ steht schon wieder. Hm. Vielleicht oben im Turm? Das ist auf jeden Fall der letzte. Toll, ich freue mich immer, wenn wir einen von diesen dürren Kerlen finden. Yo. Ich mich auch. Die brauchen wir safe für später. Ah ja, hier ist was. Guck mal. Wunderbar. Was steht da? Unter verschlungenen einem Zwillingsbein in Dornen liegt das Auge mein. Das ist ein wertvoller Hinweis. Etwas Obskures, aber nicht desto weniger wichtig. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Du kannst sie dir nachdrücken von L angucken. Unter... Was?
Okay, wir müssen... Alter. Wir müssen echt viel graben und so. Naja, mal gucken. Gehen wir erstmal ins Hotel. Und dann glaube ich, dass wir die ganzen Hinweise sammeln müssen. Und mit denen können wir dann die fehlenden Augen sammeln. Ah, Professor, hier scheint die gelbe Luftschlange zu enden. Aber wir kommen nicht an ihr Ende heran, um sie zu lösen. Nun, dann sehen wir doch einfach mal, was diese alte Inschrift besagt. Wenn Finsternis den Sand bedeckt, Chamses Tempel sich versteckt. Oh nein, da steht rein gar nichts darüber, wie wir unter den Wüstensand gelangen können. Doch. Du liebe Güte, das muss ein Hinweis auf den Tempel von Chamses sein. Niemand hat ihn bisher gefunden, obwohl wir mit unseren winzigen Scheuchlieren alles gegeben haben. Könnte es sein, dass sich dieser alte Tempel hier irgendwo versteckt und im Sand schlummert? Das wäre fantastisch. Stell dir mal vor, wie das ist, unter dem Sand zu schlafen, ganz ohne Kissen oder Decke. Vielleicht können wir den Tempel fragen, wie er das gemacht hat, wenn wir ihn aufwecken, um zur Luftschlange zu gelangen. Lül. Ohne weitere Nachforschung kommen wir hier nicht weiter. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns die Wandbilder im Hotel an. Ja, da war ich ja gerade auf dem Weg. Wir könnten auch hier oben irgendwas aufsprengen. Ganz ehrlich, dann wären wir safe auch im Tempel. Oh Mann. Warte mal, sollte ich jetzt noch die anderen Sachen angucken? Weil da waren ja überall auch noch so Grabstellen. Ah, wir müssen früher oder später eh da lang. Also von dem her, grab mal hier. Ehrenmann. So. Ja, fahr erstmal gegen die Wand. Gehen wir erstmal zurück nach Sniff City. Ich meine, warum nicht? Wie kommen wir jetzt eigentlich an den Tod? Ich habe keine Ahnung. Nee, kein Plan. So, ist es jetzt eigentlich für immer unser Partner oder nur hier in der Stadt? Ja, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Wäre cool, wenn er uns länger begleiten würde, auf jeden Fall. Das Hotel ist zu gut. Können wir irgendwie da drauf springen? Nee. Wir können uns nur hier drauflegen. Hm. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ich habe keine Ahnung, wie man an den Sniffit kommt. Die Toads hier sind richtig komisch. Ah, ne, mit dir wollte ich gar nicht reden. Wir müssen nach oben. Ah, da sind noch mehr von den Schriftzeichen. Sehen wir mal. Vier Toads blicken auf einen Ort. Chamses Tempel erhebt sich dort. Ah, das bezieht sich eindeutig auf den Tempel von Chamses. Und wir wissen ja jetzt, dass er existiert. Die vier Objekte drumherum sind das Augen. Die sind richtig gruselig. Es fühlt sich an, als würden sie mich beobachten. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Wo Pilze in den Himmel steigen, zeigt ihren Augen Feuerreigen. Da kommt etwas aus den Augen. Sieht das nicht aus wie jemand, den wir schon mal gesehen haben? Hm. Ich glaube, das hier ist das Interessante. Versammle sechs und sage nie des Feuers Geist, beschwöre sie. Hey, das ist so eine Art Vogel. Ich habe Angst, dass er geröstet wird. Ich glaube, das ist ein Feuervogel. Ich glaube, das ist das Feuerpergamenton. Das Pergamenton im Verstecke gut, spricht die Formel voller Mut. Die sechs, sie helfen resolut. Oh lol, wir müssen da rein. Was bedeutet denn Pfeil nach rechts? Vielleicht geht es dort entlang. Ach du dicke Doktorarbeit, der Rest muss sich auf der anderen Seite der Tür befinden.
Ah, Verzeihung, ich befürchte, dieses Zimmer ist belegt. Suchen Sie den Gast aus diesem Zimmer, er trägt grüne Kleidung und ein Schnurrbart, dem Ihren gar nicht ähnlich ist. Oh, und er sagte, dass er einige unserer Händler vor Ort besuchen wollte. Vielleicht finden Sie ihn ja dort. Luigi, ein Gast in Grün? Könnte es der gleiche Typ in Grün sein, den wir kennen? Und mir haben Sie gesagt, das Zimmer werde renoviert. Wie dem auch sei, finden wir diesen Gast und bitten wir ihn, uns hineinzulassen. Oh Mann. Aber der Toad scheint mir jetzt sympathisch zu sein. Ich frage mich, warum nicht Captain Toad mal einen Auftritt hat in einem Paper Mario Teil. Das wäre übelst cool. Kann man nicht irgendwie das Wasser abschalten oder so? Wie kommen wir da links lang? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden. Da geht noch eine Treppe hoch auf jeden Fall. So, der Gast in Grün, der ist natürlich links im Luigi-Zelt. Treten Sie näher. 10.000 Münzen zu gewinnen bei nur 100 Münzen. Einsatz. Mitgemacht, mitgelacht. Münzen mit nach Haus gebracht. Na, Spielchen gefällig? Sehr gut. Die Ringe sind einfach. Sie müssen einfach nur meine Stimmung erraten. Dazu haben Sie 3 Versuche. Sind Sie bereit? Ist ganz leicht. Sie müssen nur meinen Gesichtsausdruck lesen. Okay. Du bist... Schreck. Sind Sie sicher? Falsch. Falsch, ach wie schade. Sie haben noch 2 Versuche und los geht's. Schreck. Irgendwann muss es richtig sein. Was ist er denn? What the fuck? Amüsiert. Komm, wir machen einfach mal amüsiert. Alter, ich habe absolut keinen Plan, wie soll man das machen? Und ich fürchte, ich habe eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen. Das Spiel zu spielen kostet nur 100 Münzen, aber verlieren kostet ihre Freiheit. Bitte begeben Sie sich ohne großes Theater und zügigen Schrittes in die Freiheitsverwahrkammer. Aber keine Sorge, Sie werden die Ewigkeit nicht alleine verbringen. Sie werden dort andere glücklose Spielteilnehmer treffen. Einen Ausweg gibt es jedoch noch. Sie können es erneut versuchen, allerdings für 1000 Münzen. Möchten Sie erneut spielen? Wirklich? Obwohl ich Ihnen dann Ihre Freiheit nehme? Dann danke fürs Spielen. Lol, was passiert jetzt? Luigi ist da drin? Das heißt, wir müssen das machen? Lol, okay, wir machen da im nächsten Part weiter. Ich habe absolut keinen Plan, wie wir das lösen sollen. Holy fuck. Bis zum nächsten Part. Tschüss und bis bald.